Wiesen, da gucken Kalksteine aus dem Boden. Da ist es schnell trocken und es steckt wenig Nahrung für die Pflanzen in der Erde. Das finden die Blumen toll, die sonst von Gras und Löwenzahn überwuchert werden. Sie machen diese Magerrasen bunt. Entdecken kannst du diesen Lebensraum auf einem Rundweg bei Ottbergen. Viele spannende Stationen wie der Schneckenparcours warten auf dich. Seltene Pflanzen gedeihen auf den trockenen Wiesen, zum Beispiel Orchideen. Manche haben Blüten, die wie Schuhe aussehen. Frauenschuh nennt man sie. Orchideen locken Insekten an, wie den Schmetterling. Er will Nektar trinken und dabei klebt ihm die Pflanze Pollenpakete an den Rüssel. Wenn der Schmetterling dann zur nächsten Orchidee fliegt, bestäubt er damit die Blüte. Insekten mögen solche Wiesen gern. Und Insekten mag auch die Schlingnatter. Diese Schlange ist selten und ganz harmlos. Sie gibt es auf dem Rundweg ganz groß und aus Holz zum Balancieren. Und gleich nebenan kannst du dir die bunten Blüten des Magerrasens anschauen.